RHC Krefeld verpasste am Freitagabend in einer spannenden Begegnung gegen die Moskitos aus Essen den Sprung an die Tabellenspitze. Dass ein Eishockeyspiel 60 Minuten dauert und nach einem 2:0 Rückstand im ersten Viertel noch lange nichts verloren ist, zeigten kampfstarke Moskitos und damit ein Gruß nach Essen. Eishockeyspieler mit Humor gab es an diesem Abend auch. Das zeigte André Grein nach seinem verpatzten Penalty, als er an der Krefelder Spielerbank vorbeifuhr und die Preußenspieler abklatschte. Krankheitsbedingt mussten die Moskitos ohne Routinier Mika Jeske anreisen. Krefeld mit einem besseren Start im ersten Drittel und prüften immer wieder den gut aufgelegten Christian Lütkes im Tor der Essener. Die beste Chance in Führung zu gehen hatte Patrick Klöpper im Penalty. Zuvor wurde er von Fabian Sondern beim Angriff auf Essener Tor gestoppt. Aber auch hier war Christian Lütkes der Gewinner. Doch die Freude währte nicht lange, da war es Stefan Burniszewski, der für die Preußen jubeln durfte. Im richtigen Moment hielt er die Kelle hin und konnte den Schuss von Orndorz ins Tor lenken. Anderthalb Minuten vor Ende des ersten Drittels bediente Artem Klein Patrick Klöpper, der die Scheibe zum 2:0 im Kasten unterbrachte. Etwas unglücklich die Entscheidung über die nächste Szene, für die Sven Linde eine 5-plus-Spieldauer bekam, weil Christian Schlesinger sich eine blutige Nase holte. In der daraus resultierenden 5-Minuten-Strafe konnten die Preußen nichts Zählbares herausholen. Ganz im Gegenteil, Essen jetzt am Drücker und wird in Unterzahl mit dem Anschlusstreffer von Alexander Brinkmann belohnt. Robin Beckers stellte den 2-Tore-Abstand wieder her, aber Essen hat zu Beginn des Schlussabschnitts durch Kopp den wichtigen Anschlusstreffer der Kategorie haltbar erzielen können. Essens Coach nahm kurz vor Ende eine Auszeit, den Goalie raus, André Grein in Position. Er zieht ab und macht den verdienten Ausgleich für die Moskitos. Als es auch in Overtime keiner der Mannschaften gelang, die Goalies zu überwinden, musste die Entscheidung im Penaltyschießen fallen. Florian Spelleken durfte jubeln, so konnte er als 11. Schütze den entscheidenden Treffer im Kasten von Ken Passmann unterbringen und brachte den Moskitos den Zusatzpunkt. Ich glaube, war ein offener Schlagabtausch. War ein gutes Spiel, fand ich, genauso wie das Spiel in Essen schon. Und heute hatten wir das wirklichere Ende. Aber zwei gleichwertige Mannschaften, denke ich mal. Weil Krefeld ist sehr stark mit ihren DNL-Spielern. Und, aber heute haben wir gut dagegen gehalten, zurückgekommen, ausgeglichen, wunderbar. Wie hast du die Strafzeit gegen Sven Linder gesehen? Ich habe die gar nicht gesehen, was passiert ist, ja, kann ich nicht so sagen. Aber ich glaube nicht, dass Sven ihn im Gesicht getroffen hat, sondern er ist irgendwie auf seinen eigenen Schläger gefallen. Oder irgendwie. Im Hinblick genau. Auf das Derby nächste Woche gegen Herne, was erwartest du hier von der Mannschaft? Ja, war wichtig heute, dass wir einen Punkt geholt haben, nee, zwei sogar. War eine gute Vorbereitung für das Spiel gegen Herne. Erst 2:0 geführt, dann noch das Penaltyschießen verloren. Was hat heute für euch den Unterschied ausgemacht? Ja, das ist schwierig zu sagen. Einfach, vielleicht ist das ja diese Unerfahrenheit, die wir dann vielleicht doch in der Truppe haben, wenn wir dann kurz vor Ende dann auch das Unentschieden reinbekommen. Aber es ist für uns, sieht, dass wir noch ein bisschen Arbeit vor uns haben, aber auf einem guten Weg sind. Wir haben einen Punkt gegen Essen mitgebracht, die eine sehr, sehr gute Mannschaft hat und wir können damit zufrieden sein, haben gut gespielt und Sonntag fahren wir nach Neuwied und geben auch da wieder 100%. Was erwartet ihr vom Neuwied-Spiel? Also, wie man Neuwied kennt, immer eine gute Truppe in der Bärenhöhle zu spielen, immer hart. Ich freue mich drauf, hoffentlich kommen viele Fans und wir können Spaß haben. Der EHC Krefeld reist am Sonntag zu den Deichstädtern nach Neuwied. Die Jungs von Bärencoach Bernd Arnold wollen volles Programm geben und werden es den Preußen sicherlich nicht leicht machen. Damit auch du dich nicht irgendwann fragst, wo war ich am 9.3.2012, solltest du zum Ruhrpott Derby an den Essener Westbahnhof kommen. Kein geringerer als der Herner e.V. ist dort zu Gast. Volles Haus und Gänsehautatmosphäre ist garantiert. NRW Hockey berichtet.